Willkommen zu einer weiteren Folge Space Engineers Staffel 2 mit dem Necro am Start. Moin moin. Auf geht's, munter am Werkeln wieder. Munter, danke, ganz großes Kino. Aber es klatscht ja kein Beifall. Braucht auch noch munter ans Werk. Hm? Frisch und munter. Also frisch ja, aber munter, da streiten sich die Geister bei mir. So, im Inventar hab ich nicht. Ich habe mir nämlich gedacht, ich baue jetzt erst einmal, bevor ich die Drohnen bastel, die Schiffe festhalten soll, erstmal einen Fighter. Und ich hatte da mal einen vorbereitet, vor weiß ich nicht wann. In der Blaupause hab ich den da drin. Moment, das hättest du anders sagen sollen. Ich hab da mal was vorbereitet. Na, wer kennt ihn alles? Ich überlege gerade, wer das war. John Pütz? Sagt mir jetzt nichts. Mag glaube ich schon Pütz. Oh, meine Maus spinnt ab und zu rum. Wird er immer sagt, ich hab da mal was vorbereitet. Wie kann man ja eigentlich die Farben von denen? Ach so. Neues kleines Schiff. Ach ne, ich brauche Hersteller dafür. Block und Block. Ich mache dabei hier mal das Loch zu, weil es hat Smoker bis heute noch nicht gemacht, obwohl ich es kaputt, gemacht habe, ne? Mimi. Das warst du ja doch, du. Mit was denn? Das war damals mit dem Schiff, wo du mein Schiff hier weggeschoben hattest und das wird bei einer Bums gemacht. Da hatte ich nämlich das Schiff köteln lassen und du hast nämlich mein Schiff vom Reparieren weggestoßen. Ja, aber das hat hier auf der Basis, also auf der Plattform noch nichts zerstört. Nein, weil ich das irgendwie schon ganz gemacht hatte. So. Naja. So, jetzt brauchen wir. Wo ich eiskalt gesagt habe, diesmal war es der Smoker. Weil du mich vergessen hast, vorne hier Triebwerke dran zu setzen. Du machst Sachen. Ich weiß noch alles. Wieso ich? Ich leg mich schnell mit hin und penne weiter. So, der Projektorblock. Shift und P, so. Als erstes aber den Reaktor. Aha, der hat Reaktor gesagt. Hä? Hä? Was? Was? Hä? Paprika. Echt? Schon wieder? Ja, das war ja damals hier bei WoW, gab es ja hier ein Add-on, das hieß ja Mist auf Pandaria. Und da gab es eben mal bei einer Inni, ging es auf einmal los, hat auf einmal irgendwas angefangen zu zählen. Ja, nein, ja, nein, ja, nein, Paprika. Ja, mal gucken, ob wir das so von der Station schweißen lassen können. Ne, verdammt, ist zu weit weg. Verdammt. Aber die Schweißgeräte wieder aus. Flex nochmal. So, nochmal, geh ein neues kleines Schiff. Jetzt muss halt ein Stückchen näher. So. Dann brauchen wir. Den. Und als nächstes den. Na. Nun, aber. So. Das lassen wir jetzt mal von der Station schweißen. Wisst ihr, was ich bei dem Spiel irgendwie noch vermisse? So, wieso schweißt die Station nicht? Ich hab keinen Plan. Ist das immer noch zu weit weg? Mann. Was hast du? Ach, man hat mich doch noch registriert. Wisst ihr, was ich bei dem Spiel noch vermisse? Was denn? Huben. Hä? Also, die geräuschmachenden Huben, ne? Nicht die anderen Huben. Hey, wie kommst du auf Huben? Ah, sonst hätte ich jetzt gehupt, weil ich losgeflogen bin. So was hört man doch aber im Weltall nicht. Das, wieso? Hä, wieso, hä? Na, ist ja gar nicht raus. Man sagt zwar, Vakuum ist ein luftleerer Raum, aber stimmt irgendwo im Endeffekt nie, weil Vakuum ist ein fast luftleerer Raum. Im Weltall gibt es auch Luftpartikel, das ist korrekt. Und ja, ich habe das Buch gelesen, die Beindrucke ich leider in 5 Minuten.
Habt ihr das gehört, Leute? Besorgt euch das Buch. Kleiner Buchtipp von Necro. So, jetzt hat's geschweißt. Oh, bitte. Uiuiui. Das sind wir eigentlich wieder bei dem. Bei ich hab gerade aus Versehen den Helm ausgezogen. Das sind wir eigentlich schon wieder bei dem berühmt-berüchtigten Thema, gibt das Auto außerirdische Lebensform? Und hier kommt der Witz, ja, es gibt sie. Wurde schon bewiesen. Ja, der Meinung bin ich aber auch. Nee, du brauchst du keine Meinung dazu haben. Das ist so, es gibt außerirdische Lebensform. Es wurden auf dem Mars Bakterien gefunden. Außerirdische Lebensform. Fertig. Oh. Ja, ist er auch. Im Endeffekt so, ne? Na, wir hatten ja nie, man hat ja nie gesagt, wie die aussehen, ob die eben halt jetzt menschlich aussehen oder eben halt wie dreiköpfige, 20-bändige Punkte oder was auch immer. Es sind Lebensformen im Weltraum, ergo außerirdische Lebensformen. Huch, jetzt drücken K und Kontrollfeld, Projektor, Baupläne. Wenn ich mir schon alleine überlege, dass unsere Galaxie alleine schon 4 Milliarden Lichtjahre groß ist. Wo ist es denn? Hier war es die Galaxie? Ach ne, es war das unsichtbare Universum. Sorry, das habe ich jetzt verwechselt. Ich mache einen leichten Jäger. So, jetzt tun wir wieder das Schweißgeräte einschalten. Augustin, oh, lieber Augustin, alles ist hin. Und wie wir sehen, passiert wieder nichts. Und wie wir sehen, sehen wir nichts. Warum sehen wir nichts? Ich muss das Ding ja erstmal kurz anschweißen. Brauchen wir nur ein paar Stahlplatten. So. Dann müssen wir doch ein bisschen hochfliegen. Jetzt müsste es aber hinhauen. Aha, der hat hinhauen gesagt. So, Schweißgeräte und... Ja, wunderbar. Die Station schweißt. Boah, leckt das gerade. Also jetzt keine FPS-Drops oder so, ne, aber es laggt. So, und das ist jetzt ein Schiff passend zum Stargate-Mod, was ich damals ein bisschen gebastelt habe. So, Schweißgerät erstmal wieder aus. Ich sagte Schweißgerät aus. Was denn hier? So. Die Gyroskope hat es auch schon geschweißt, okay. Cockpit steht auch schon, dann können wir gleich mal gucken. War der Autosave?
Triebwerk vorwärts, Triebwerk links. Okay, Gyroskope hat's. Das ist ja schon mal gut. Schmeißen wir noch mal kurz die Station an. Gucken, ob das so hinhaut. Oh, sieht bis jetzt gut aus. Wow. Was los, Negro? Ne, ich hatte gerade ein kleines Lag gehabt und ich bin ja gerade wieder am Gold abbauen. Ah. Ja, musst du aufpassen. Ich fliege gerade mit 0,1 Meter pro Sekunde in den Berg rein. Oh, oh, oh. Okay, da habe ich schon wieder ein paar Bohrer verabschiedet. Was? Aber ich glaube, diesmal war ich wirklich zu schnell. Also Gold haben wir jetzt 115.000. Das klingt gut. Wir haben sogar noch mehr. Das klingt noch besser. Ne, diesmal war es. Diesmal habe ich hab dann noch ein bisschen zu viel Gas gegeben. Gib ich ehrlich zu. Hab ich aber zu spät gesehen. Da stand schon bei 100. Bei 0,5 Meter die Sekunde war. Jetzt ist er wieder zu weit weg. Verdammt. Versuchen wir mal ein bisschen anzuschubsen. Hat wieder mal 1, 2, sieht aus wie 4 Bohrer weggenommen. 4 Stück? Von welchem Bohrschiff? Ja, von dem, was ich letztens repariert hatte. Dann lassen wir mal die Schweißgeräte an. Mit den vielen Bohren. Das ist nicht gut. Ach ne, wir haben da jetzt ein neues Spiel, ne? Ja. Ich habe mich da mal kundig gemacht, weil ich wurde da auch schon von einem Hai angegriffen. Echt? Ah ja. Soweit bin ich noch nicht rein, muss ich sagen. Also ins Wasser. Ja, die sind ja bei mir gleich am Strand. Ja, die seh ich vom Strand auch. Ne, die sind bei mir direkt am Strand. Ach so. Okay. Jedenfalls, ich habe mal angeguckt, wie groß die Viecher eigentlich sind, ne? So ein Megalodon. Ja. Also die haben das größte Tier hier, so ist mit ich weiß nicht, über 50 Tonnen waren die Viecher hier. Hat eine Beißkraft von 186 Kilonewton. Wow. Man müsste jetzt eben halt mal überlegen, wie viel Kilogramm ein Kilonewton ist, ne? Aber trotzdem, wenn man sich das mal überlegt, 186 Kilonewton Beißkraft. Das ist heftig. Das ist abartig heftig, das ist ja...
Weil er die Gewaltete, verstehst du? Das ist ja La Ciranda del Sevilla. Was? Ist schon abartig, wo ich das gelesen habe. Gelesen. Aber ob ich es aufnehme, ist eine andere Frage. Bist du unsicher? Hallo? Schon mal gehört, dass es bei mir extremst in dem Spiel leckt wie Huf? Ne, Lecks habe ich nur kurz, wenn ich es gestartet hatte. Ja gut, die Anfangslecks, die sind Standard, aber... Obwohl, ich habe es jetzt geschafft, die Einstellung auf Epic zu stellen. So, aber was das Spiel angeht, ich hätte da mal eine Idee, wir müssten mal diesen Schnorchel, der das Erz erfängt und in die Raffinerie weiterträgt, sollen wir mal noch ein bisschen weiter rausbauen. Okay, Ding. Oh, geht schon wieder los hier. Weil wir haben nämlich jetzt schon doch relativ viele Fische, wollte ich kurz sagen. Relativ viele Schiffe dort in der Umgebung, deswegen. Wir sind aber jetzt am Folgenende. Ging schnell. Das Schiff haben wir fertig. Na, ich bin jetzt gerade wieder vom Rückweg. Wunderbar. Dann wirst du ja das Schiff dann in der nächsten Folge sehen. Mhm. Das war's mit dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Kommentar oder Daumen oder Abo oder alles. Wir bedanken uns fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüssen.